herzlich willkommen zu dem heutigen Part und dem Update-Park Nr. 4, glaube ich. Ja, 4. Und jetzt rede ich mal mit dem Inspektor Gauthier. Aber mein Bruder kann es irgendwie nicht machen, deswegen muss ich es allein machen. Aber er ist trotzdem neben mir am Telefon und hilft mir. Ne, Lukas? Ja, genau. Und ich gehe, glaube ich, jetzt mal. Ja, und ich lese vor, Lukas. Also mal leise. Ja, ich lese mal vor. Eintrittskarte bitte. Ich warte. Du hast keine Eintrittskarte. Was machst du dann hier? Ach, ich hätte es mir gleich denken können. Du siehst ja nicht gerade wie ein VIP-Gast aus. Verschwinde nun. Es gibt hier ein paar extrem, extrem wichtige VIP-Gäste, die jeden Moment hier auftauchen können. Wenn du dich dann hier herumtreibst und mich störst, dann werde ich was, wie man so eine Eintrittskarte kommt. Haha. Hier haben ausschließlich unsere wichtigsten Politiker, Nobelpreisträger und Doku-Selbsternchen Zutritt. A, B, C und manchmal auch D-Promis sind willkommen, aber du gehörst wohl nicht mal zu C-Promis Prominenz. Also sieh zu, dass du bei einem oder zwei Doku selbst teilnimmst, dann kannst du vielleicht beim nächsten Mal hier dabei sein. Also los, jetzt verschwinde und mach Platz für den VIPs von Jorvik. Oh, was für eine Frechheit. Ey, Lukas, ich weiß, was man jetzt machen muss. Man muss runter zu dem Haus, was er macht, dann so eine gefakte Karte und dann merkt, dass du dann eine Fake Karte, dass du lässt dich dann rein. Ich weiß zwar nicht, warum er dich dann reinlässt, aber okay. Hausmeister. Ich lese wieder was vor, Lukas. Warum siehst du denn so traurig aus? Du kommst nicht in die Fashion Week Show. Die Wache sagt, dass du eine Eintrittskarte brauchst. Ha, lass den Kopf nicht hängen. Du hast hier genau den richtigen erwischt, der dir helfen kann. Denn was du vielleicht nicht weißt, ist, dass du hier den besten Fälscher in ganz Jörvik vor dir hast. Wenn du mir nur versprichst, dich zu halten, dann kann ich eine Eintrittskarte für dich anfertigen. Okay, nochmal mit ihm reden. Warum ein schnelles Foto? Achso, hier, ein schnelles Foto. Du brauchst ein Foto von dir, damit ich deine Eintrittskarte fälschen kann? Wer kann schnell ein Foto von dir Shopping Center machen? Ich weiß, geh und sprich mit JB im Café, hier im Shopping Center. Ich weiß nicht, ob er unbedingt ein Fotograf ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall ein paar Mal hier herumgehen und fotografieren sehen. Sprich mit JB und frag ihn, ob er dich fotografieren kann. Okay. JB. Lukas, wo bist denn du jetzt eigentlich? Bist du nicht mehr in der Mall? Ich bin jetzt in Fort Pinter. Und jetzt habe ich bei James die Kisten abgegeben, die zwei. Lukas, und mach irgendwas. Ja, ich lese vor, okay? Eine Fotografie? Kein Problem. Da bist du beim alten Chabi genau an der richtigen Adresse. Nochmal drauf. Also gut, da wollen wir mal schnell meine Kamera holen. So, ne. Du kannst nicht einfach nur so rumstehen. Mach was Cooles. Ein Salto, einen Kartenschlag, etwas, das der alte Chabi machen würde. Stell dich da hinten hin und mach was ganz Abgefahrenes. Ja, okay. Das ist ausgezeichnet geworden. Das ist wohl das schlechteste Foto, das jemals von dir gemacht wurde. Hat er so in Gedanken gesagt. Okay, bitte, sehe ein unglaublich hübsches Foto von dir, Anna. Nimm es mit zum Hausmeister und richte ihm Grüße vom alten Chabi aus. Niemals und dann zum Hausmeister. Okay, jetzt rede ich mal mit dem Hausmeister. Oh, die Wache so... Du hast also ein Foto von Chabi bekommen? Kann ich mal sehen? Ja, kann man zwar nicht mal so richtig erkennen, dass du sein sollst, aber die Wache schaut nie so genau. Das wird perfekt. Und jetzt noch das nächste. Ich brauche eine leere Eintrittskarte, damit ich die Fälschung machen kann. Wo können wir die finden? Ich weiß es. Yuna verliert ihre Eintrittskarten andauernd hier im Shopping Center. Und daher weiß ich, dass sie einen ganz Haufen leere Eintrittskarten von Johann in Run-Zettel bekommen hat, damit er nicht die ganze Zeit neue machen muss. Sie sind leer, sodass sie nur ihren Namen draufschreibt und ihr Foto aufkleben
muss man, damit sie gültig sind. Das ist ein kleines Geheimnis, aber wenn wir uns geschickt anstellen, dann können wir wohl eine von ihr bekommen. Ich weiß, dass sie ganz vernarrt in neue gute Musik ist. Das können wir ausnutzen. Denn was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich der beste DJ in ganz Jorvik bin. Bring diese Tape zu Yuna. Das ist ein Mixtape von DJ Housemaster, so soll heißen von mir. Naja, sagt Yuna, dass sie diese Mixtape bekommt, wenn sie dir eine leere Eintrittskarte gibt. Du findest sie im Geschäft für Fegida-Accessoires. Oh, muss ich nochmal hochgehen. Sehr gut. Und Lukas, was machst du jetzt für eine Quest? Ich bin immer noch im Fort Pinda Reitschrecke, weil ich einmal verkackt habe. Ja, also in einem Video habe ich auch richtig verkackt bei der Reitschrecke. Ja, und was ist dein Rekord? Oh, weiß ich nicht, irgendwas mit 2. Warte, ich lese wieder was vor. Du bist eine leere Eintrittskarte. Warum sollte ich sie legen? Warum glaubst du überhaupt, dass ich leere Eintrittskarten habe? Ich bekomme einen Mixtape von DJ Housemaster, sagst du? Nochmal reden? Okay, wir tauschen. Ich bekomme das Mixtape von DJ Housemaster und du bekommst eine leere Eintrittskarte von mir. Bring sie zum Hausmeister und ich höre mir das Mixtape von DJ Housemaster an. Cooler Name. Wunder mich, wer das sein kann. Ja, ja, grüß den Hausmeister von mir. Okay, jetzt gehen wir wieder zum Hausmeister. Und dann... Nein. Ja, man denkt, die rennen, ne? Auf dem... Okay, jetzt gehe ich nochmal mit dem Hausmeister. Und was sagt er denn? Ist es dir gelungen, eine leere Eintrittskarte zu bekommen? Gut. Und ich glaube, hier beende ich dann auch diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.